Von da kommt man rauf. Da geht es zum Südanstieg und da geht es zum Nordanstieg rauf. Wir sind heute unterwegs auf einem sehr schönen, gut frequentierten Berg im Salzburger Land. Da hat sich der Weg gerade ein bisschen gegabelt. Wir werden heute den Nordanstieg wählen. Gerade war es am Südanstieg gegangen, das nimmt man hauptsächlich im Winter her. Und wir gehen heute gerade weiter und für uns geht es heute da rauf. Da sind auch ständig solche Weggabelungen, sprich da kann man mehrere Wege nehmen. Angekommen auf ca. 1000 Höhenmeter, jetzt da schön rauf zur Ruine Wartenfels. Und da schön im Bild ist der Einstieg vom Nordanstieg im Schober. Langsam kommen wir wieder vom Wald jetzt raus an die Lichtung. Wir haben jetzt circa die Hälfte erreicht. Wir sind jetzt circa bei 1100 bis 1150 Meter hoch und haben dann gleich einen guten Blick auf den Puschelsee runter. Sehr schön im Blick da hinten, der schöne grüne, naturgrüne Fuschelsee. Da hinten die Geisbergspitze und da in Salzburger Vorland hinten der Irrsee und da geht es Richtung Mondsee rein. Schaufweg auf über die Stirn. Kurzer, zacher Anstieg, aber haben wir gleich geschafft. Leicht seilversichert geht es jetzt wieder schön weiter. Nichts Tragisches. Einfach ein cooler, gemütlicher, lockerer Weg. Mit schöner Aussicht natürlich. Und gleich wieder geht der normale Weg weiter. Das ist ganz super. Haben wir jetzt das letzte schöne seilversicherte Stück rauf.
auf dem Schobergipfel. Und so, einfache Passage. Maximal auch gleich die Kletterstellen. Drüber sieht man schön einen Frauenkopf, 1303 Meter hoch. Hinten schön den Untersberg, Horgöl, Schneibstein, Tennengebirge bis rein zum Dachstein. Da schön sieht man einen Schafberg da hinten. Jetzt zeige ich die Seiten auch noch. Drachenwand, Höllengebirge und Traunstein. Da sieht man noch schön Mondsee ein bisschen. Schatzwand, Drachenwand, die Schoberüberschreitung. Wolfgangsee, Zwölferhorn, Postalm, Katrin. Normal sieht man bei föhnigem Wetter da hinten den an die hohen Tauern. Ist halt nicht so leicht zu erkennen. Und gleich geht es wieder schön seilversichert ab. Obi geht einmal den gleichen Weg, den Nordanstieg immer wieder ab. Südseiten haben wir gesagt, machen wir halt nicht. Ein bisschen länger da oben, aber eigentlich sehr ungefährlich, sehr super Wege. Alles schön markiert, also sehr gut machbar, das Ganze. Das ist eigentlich die einzige Stelle, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ja, ein paar so Geschichten sind dabei, ein paar so kleine Kletterpassagen, aber maximal auch gut Drahtseil versichert, geht ganz gut. Über mehrere Stufen geht's runter.
ja, zur heutigen Tour ein kleines Tourenrennen. Also es war halt der Schober, der hat 343 Höhenmeter im Aufstieg. Aufstehen tust du ca. 45 Minuten bis eine Stunde maximal. Es sind sehr tolle Wege, es sind schwarze Wege, teilweise seilversichert. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, eine Tour für jedermann, der einfach mal ein bisschen rauskommen will und einfach mal einen schönen Tag auf dem Gipfel erleben will mit super 360 Grad Aussicht. Also man sieht wirklich sehr weit bis in die hohen Tauern, wenn es föhnig ist, und sehr empfehlenswert und auch sehr frequentiert. Man kann auch wählen zwischen zwei Wegen. Man hat zum einen den Nordhang, da ist eher mehr Kletterpassage, ist eher im Sommer kühler, schattiger Aufstieg, und man hat dann den Südaufstieg. Das ist eher für den Winter, dass man eher schneefrei aufsteigt. Ganz unten befindet sich auch noch die Burgruine Wartenfels. Da kann man auch aufschauen, da hat man auch eine sehr schöne Aussicht. Wo man startet bei der Tour, ist ein nettes Gasthaus. Da kann man dann auch schön einkehren auf ein kühles Weißbier, auf ein schönes oder eventuell auf ein kleines Essen. Ja, hat mich gefreut, dass ich euch wieder mitnehmen habe dürfen auf der schönen Bergtour, und ja, bis zum nächsten Mal, euer Flo. Hier unten gibt es sehr viele Parkmöglichkeiten, gibt es drei große Parkplätze, man kann auch bei der Auffahrt vorne noch schön parken.